Und hallo und willkommen zurück, liebe Freunde, hier im Zweiten Weltkrieg mit den Amerikanern bei Blitzkrieg 2 auf Guadalcanal. Gut, die vorletzte Mission in diesem Kapitel steht an. Also noch diese und die Hauptmission, also, ja, schon blöd gesagt, die vorletzte. Gucken wir eben doch mal nach, was hier alles passiert ist. Die Hauptinfanterie hat nichts geruppt, ihr auch nicht. Elite-Infanterie, da hätte ich gerne einen Beförderten. Du siehst aus wie so ein Elite-Typ, der Fallschirm springt. Ja, dich nehmen wir. Coop oder? Na, ne, komm, widerrufen. Für dich habe ich noch was anderes. Oh, für dich auch. George, ja, du bist so einer. Gut, die leichten Panzer haben Verluste. Ui, 10 Mann. Also 10 Panzer. Es sind ja noch ein paar Soldaten mehr drin als nur einer. Ihr habt nichts gerissen, oder was? Sehr seltsam. Aber sei es drum. Ausgeschaltet. Hier ist alles feini. Aber das frage ich mich jetzt gerade wirklich, weil die hier hatte ich doch extra befördert. Das waren doch unsere Abwehrkanonen. Oder haben die jetzt nichts ausgeschaltet, weil ich davon keinen explizit geholt habe? Sei es drum, sei es drum. Also, letzte Mission. Vorletzte. Gut, die habe ich befördert. Wir gehen in die Operation. Führen Sie einen heimlichen Überfall auf die hinteren feindlichen Stellungen durch und übernehmen Sie das gegnerische Küstengeschütz. Verwenden Sie anschließend die eroberten Posten gegen die feindliche Marine und versenken Sie das Torpedobootgeschwader. Okay. Führen Sie eine heimliche Operation durch, um das feindliche Küstengeschütz einzunehmen. Zerstören Sie danach damit die Gruppe von japanischen Torpedobooten. Dankeschön, genau dasselbe wie da, nur ein bisschen kürzer und... Ja. Ablenkung heißt die Mission und wir gehen rein. Es ist eine Nachtmission. Feuer frei. Das erste Mal mit Elite-Soldaten. Die aber immer noch nicht hundertprozentig ausgestattet sind. Das sind halt US Ranger, ja, schön und gut, aber die haben halt noch diese scheiß Repetiergewehre. Anstatt wie hier die Sturmtruppen schon mal ein paar Maschinenpistolen oder sowas. Das ist bei den Sturmtruppen, nachher kann man die noch so hochmotzen, dann haben die MGs und sowas dabei. Dann gehen die Jungs ab, aber mit den Gewehren, nicht schön. Aber gut, da ist auch eher eine Stealth-Mission. Wir müssen nach hier oben kraxeln. Geht darum, nicht unbedingt gesehen zu werden, nicht unbedingt in Gefechte zu geraten. Schauen wir mal. So, seid ihr jetzt mal endlich getarnt? Danke. Aber wir können uns nichtsdestotrotz mal eben hier vorne die Lager ein bisschen angucken, weil hier haben die Japaner einmal komplett den Strand gesichert. Mit diesen schönen Kanonen. Acht Kanonen. Im Japano-Style. Ich liebe es. Die Dinger sind so verflucht gut gegen Panzer. Wenn man Verteidigungssachen baut, also wenn man sich irgendwo eingraben will, mit den Dingern. Hier, das, die haben Elite-Truppen, die haben alle Maschinenpistolen, die machen meine dermaßen in die Wurst. Scharfschütze. Du hast mich nicht gesehen, ich habe dich nicht gesehen. Einigen wir uns da drauf? Gut. Heck, Schwein, ich dachte, wir hätten einen Deal, ey. Hitting the road again. You got officially combat in effect. Rest Dreck. Was soll das denn? Da ist noch einer. Ey. They won't know what hit him. Ey. Beruhig dich doch. Ey, wieso siehst du mich überhaupt? Time for some payback. Toll. Drei Mann tot. Situation under control. Nee, hier ist nichts unter Kontrolle. Wir haben einen Mann mehr verloren als die. Ja, genau das meinte ich. Lauf! Weil die machen uns kurz. Und zwar ohne Probleme. Wo ist denn jetzt noch so ein verdammter Sniper? Consider it done.
Hitting the road again. Hitting the road again. Wo ist das Schwein? Are you sure this is a forward observer position? I'm taking order hostile fire. You got it. Gucken wir mal hier bei dem Häuschen. Da sind Soldaten. Ja gut. Holen wir uns gleich neue Verstärkung, aber hier, den Affe, da machen wir jetzt erstmal weg. Dankeschön. They won't know what hit them. You got it. Gibt's hier eigentlich irgendwas Interessantes oder sind wir jetzt nur hier? Nein. Noch ein Sniper. Ey, jetzt reicht's aber langsam. Toll, noch ein Mann. Kein Mann mehr. Ja, mache ich weiter mit euch oder hole ich Sturminfanterie? Ja, komm, geben euch noch eine Chance, auch wenn ihr immer noch Kackwaffen habt. Squad reporting for duty. Payload release. Now commencing out. Heading back to base. Die sind jetzt auch besetzt. Oh nein. Aber zum Glück haben wir die Jungs hier abgeschmissen, weil wenn die hier drüber geflogen wären, die wären gnadenlos abgeschossen worden. Okay, als nächstes Mal also Sturminfanterie holen. Lass die in Ruhe, die haben dir nichts getan. Komm schon. Wie hundsgemein die das Rohr einfach hinter denen herdrehen. So, sobald die unten seid, schießen wir auf euch. Ja, genau. Alter. Ich hasse diese Kanonen, wenn die gegen mich sind. Alter. Hallo. Consider it done. Ready to dish out some pain. Standing by. Diese Kanonen gegen einen sind, das ist so zum Kotzen. Aber wenn man sie selber hat, dann sind das die Prachtstücke vom Herrn. Consider it done. Hitting the road again. Schon wieder so ein Scharfschützen-Arschloch, der ist ja wohl nicht wahr. Situation under control. Ach so, das war der, mit dem ich einen Deal hatte, okay. Tschüss. En route, sir. Ich hoffe, da vorne stehen jetzt nicht noch wieder diese drei Trupps. Hitting the road again. Ne, sind weg, gut. I'm in position and awaiting orders. Ja gut, dann bewegt ihr zwar euch mal dahin. Aber bitte nicht zu ne. Ui, 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 ui. Ready for our marching orders. Ey, weg von meiner Basis. En route, sir. Hatte ich irgendwas zwischen den Zähnen? Das musste erst mal weg. Okay. Du guckst jetzt mal da oben, ob da irgendwas Interessantes ist, weil das interessiert mich. Aber ihr müsst dann halt da hoch und das Küstengeschütz irgendwie sichern. En route, sir. You got it. Oh, ein Panzer. I'm in position and awaiting orders. Möchte ich haben. Den ersten, den wir töten müssen, ist der MG-Typ. Standing by, hitting the road again. Ready to slice and dice. Consider it done. Nehmen wir die mal schön in die Zange. Time for some payback. Are you sure this is a forward observer position? Ready to dish out some pain. You got it. Standing by. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut, Jungs. Das hat geklappt. Wieder ein Sniper. Ich tick aus. Ey, das ist doch nicht normal. Juhu. Ein Japano-Panzer. Geheim. So, mach den weg. Mach den weg. Ja, ich bin ein normaler Mensch, aber... Hallo? Töte den.
Ey. Ready to slice and dice. En route, sir. Also ich würde ja schon gerne mal als Japaner spielen, hier so Blitzkrieg 2 und sowas in der Art, aber irgendwie... Japaner, Italiener und Briten sind, finde ich, in so Weltkriegsspielen immer sehr unterrepräsentiert. Hier in so Strategiespielen zumindest. Bei Medal of Honor oder sowas, da konnte man hier und da ja schon mal die Japaner im Multiplayer spielen. Weg mit dem Sniper-Vogel. Alter, schon wieder so ein scheiß Sniper rum. Wie viele habt ihr denn davon? Und der Panzer, der hat's nicht so mit Infanterie. Und wieso sieht der mich immer? Gut, wir haben ein Küstengeschütz, obwohl ich lieber vier hätte. Da ist das Arschloch. So, hier, jetzt gibt's mal eine richtig volle Schnauze. Ruhe mit dir. Warum kann der Panzer die nicht einnehmen? Hab halt keine Lust, jetzt nochmal Infanterie anzufordern, also schießen wir die so mit einer weg. Zack. Ja. Großes anderes können wir leider eh nicht mit denen machen. Ja gut, wir können ja jetzt noch hier auf die ganzen einzelnen Stellungen mit denen ballern, aber ich weiß nicht, ob das sein muss. Jetzt gerade, wo ich das Rad da sehe, stell mal bitte das Feuer ein. Okay. Squad reporting for duty. Wir sehen uns gleich, wenn die Infanterie da oben ist. We did our job. Consider it done. Consider it done. Combat ineffective, sir. So, jetzt sind wir mit den Leuten hier oben, haben noch einen Scharfschütze ausgeschaltet. Oder auch nicht. Oder wir werden... Was habt ihr denn jetzt? They won't know what hit them. En route, sir. Hol die Sachen. Hitting the road again. Hitting the road again. Time for some payback. Time for some payback. Time for some payback. So, jetzt haben wir die Küstengeschütze alle vier unter Kontrolle und jetzt gibt's mal hier zurückgefeuert. Enemy unit. Uts. Aha. Bam. Bam. So, aber was ich eigentlich herausfinden wollte, war die Radarzentrale hier. Kann man die platt machen? Ist das noch eine Geheimmission? Das interessiert mich halt gerade. Nein, ist es nicht. Okay, haben wir das auch rausgefunden, weil ich war mir da nicht sicher. Liegst da schön in deinem Zelt, bist am Pennen, schießt deine eigene Artillerie auf dich. Au! Ihr Schweine. So. Standing by. En route, sir. Okay, da geht. Route, da ist sir. Keiner dran. Da auch nicht. En route, sir. Da auch nicht. Ist nur die eine Flak besetzt. Order acknowledged. Ja. Gut, dann bringen wir das Ding jetzt relativ schnell zu Ende. Wir ballern eben mal noch die Flagge kaputt, weil die auf mein Flugzeug geschossen hat.
Gut. Sehr schön. Und jetzt weg mit euch. Und noch weg mit dir. Boote versenkt. Als Abschlussbild die Artillerie. Oder die Küstengeschütze eher gesagt. Mission erfolgreich. 30 Mann verloren. War nichts Tolles, aber Entkesselung beendet. Alles eingenommen und dann sehen wir uns beim Abschluss des zweiten Kapitels der US-Kampagne bei der Einkreisung auf Guadalcanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare für den Algorithmus und damit macht's gut. Haut rein!